Moin, hier ist Heini. Jetzt geht er weiter mit der Landwirt 2014. Ich muss erst mal überlegen, war ja Silvester und so, ne? Ja, ich bin wieder da. 2000% noch nicht so, ne? Ich habe noch ein bisschen Wehwehchen, aber das will ich euch jetzt nicht sagen. Nicht, dass ich bin hier ein Pussy. Die Autos hier haben auch schon irgendwie so Silvester gefeiert, darum stehen die hier so doof rum. Nach den ganzen Updates, was gekommen ist, und ich bin ja auch immer am Testen und Machen und Tun, ne? Sind meine Felder jetzt leider leer. Letzter Stand war, dass dann noch was drauf war, was ich dreschen konnte. Dann machen wir aber jetzt nicht. Das müssen wir dann normal machen, das ist nicht so schlimm. Wir waren so, dass wir dieses hier wegbringen wollen. Was ist das hier drin? Das war, zack, 15% war drin. So, schön. Ja, verschwindet ihr jetzt da Autos? Was hängst du da vor? Hast du viel gesoffen oder was, Kollege? Der war frosch weg. Ich habe da ein paar Mods draufgehauen. Ich muss erst mal gucken. Von Shogun zum Beispiel. Der hat mir da Mods. Er hat ja einen richtig geilen Mod gemacht. Das kann ich euch mal zeigen. Das will ich ja Einzelvideos, will ich das mal vorstellen. Das sieht man so nicht. Habe ich den eigentlich draufgehauen? Ich meine ja. Aber egal, das verkaufen wir jetzt einfach mal. Ne? Das verkaufen wir jetzt einfach mal. Wie viel Geld haben wir denn? 2000. Oh Gott, ich gehe pleite, ey. Es sind ja schon. Ja, da fahren sie weiter. Wurde Hochzeit. Habt ihr auch Glück gehabt, ey. So. Ist schon mega geil, was da passiert ist. Hier auch die rote Backstein, das kommt von Heini, ne? Neue Backstein-Dinger habt ihr nicht nur alles grau, sondern auch ein bisschen alles so bunt, ne? Aber erstmal, scheiß drauf, erstmal frohes neues Jahr wünsche ich euch allen zusammen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr gesundheit wie ich, da ihr fitter seid. Und ich hoffe, ihr habt auch gut gefeiert. Keiner Dummheit gemacht, alle fünf Hände noch dran. Ne, fünf Finger noch dran. Dann ist es gut. So, jetzt wollen wir mal kicken, dass wir da mal die Scheiße abladen. Ich überlege gerade, was wir denn gleich machen. Die Felder bewirtschaften. Dann werden wir noch mal gucken. Ach, das klingt aber auch geil, dieser Soundmod, ne? Bin ich überhaupt richtig hier? Ja, ne? Oder? Kommt hier gleich nicht noch eine Straße? Doch, da, ich wollte gerade sagen, da kommt doch noch eine Straße. Mit Soundmod, ja, ich habe da ein paar Mods drauf installiert, was alles noch ein bisschen schöner wird und so, ne? Und es wird ja immer viel mehr Mods kommen. Kriegen wir aber hin. Hammergeiler Soundmod hier. Mock-Sport. Es wird immer besser. Dafür, dass man gerade einen Monat draußen ist, hat es sehr viel getan. Auf Mod-Hoster sind wir auch, ne? Und da kann man jetzt die Mods auch immer runterladen. Die neuesten Mods werden da auch hinkommen. So, also wir mal gucken, was ich hierfür kriege. So, moin, ist jemand zu Hause? Ich habe hier ein bisschen Getreide für euch. 15 Pond hier. So, dann wollen wir mal hinfahren. Und im Abkippen. Ach, und hier, ich habe euch das noch gar nicht erzählt. Ich werd bescheuert im Kopf, du. Ich wurde bekloppt. Ich war ja so lieb, viele haben das bestimmt auf Facebook schon gelesen, ne? Y drücken. Ne, will ich ja gar nicht. Ich habe die ganzen Tassen wieder vergessen. Naja, viel war das auch nicht. Nee, da muss man ein bisschen mehr geben hier. sag schon. So, hast du genug gemacht, hast du groß gemacht. Nun siehst du, dass du zurückgibst, mein Freund. Ja, nun ist ja gut. Ich habe ja zu Weihnachten meinen Track IR 4 bekommen. Den da arbeite ich noch nicht mit. Da habe ich noch gar nicht installiert. Ich bin da noch gar nicht zugekommen, weil ich ja selbst auch da ein paar Modelle in-game bringe in Landwirten, wie zum Beispiel die Amazone. Düngestreuer von habt ihr ja wahrscheinlich im Forum oder sowas gesehen, auf Modhoster oder so. Von Ingolf. Und da bin ich noch gar nicht zugekommen, das zu installieren. Und dann hat mein Engel, wovon ich gar nicht, das habe ich ja selbst gewünscht und ausgesucht, ne? Nicht, dass sie mir was anderes bestellt und ich kriege, keine Ahnung, Porno oder so. Nee, aber sie hatte mir. Bin ich hier richtig? Nee, da bin ich, ich bin falsch. Da guckt man zu viel schnacken. Dann hatte sie mir noch einen 27-Zoll Monitor geschenkt. Boah, das ist hier so, als wenn ich aus dem Fenster gucke. Das ist riesengroß, ne? Das ist richtig groß, ne? Das macht da richtig Spaß mit. Ich bin immer noch feucht. Und ein super Bild. Dann hatte ich immer so ein scheiß Bild. Als wenn da noch ein doppeltes Bild drüber war, was verschwommen war, ne? Also so ein Zentimeter verrutscht. Oh, ey, das ging mir auf den Sack. Und dann hatte ich einen Stefan, meinen Kumpel Stefan, gefragt. Und er sagte, hast du HDMI? Ich so, nö. Ich habe auch die Kabel, die dabei waren, ja.
Heini Loos HDMI gekauft und das ist so ein geiles Bild. Also jetzt, da macht die Erotikfilme auch richtig Spaß da drauf jetzt. Nein, natürlich nicht, so ein Schweinkram. Aber genial, einfach nur genial, muss ich sagen. Das ist so ein Riesenbild, also da denke ich wirklich so, ich sitze am Fenster und gucke Nachbarn zu, so, und wenn ich mein Track-IR drauf habe, das muss Hammer sein, ne? Ich hatte das damals vor Weihnachten schon mal getestet, ob alles in Ordnung ist, das geht. Ist cool, ist echt eine coole Sache. Ja. So viel dazu, dann haben wir das ja schon mal geklärt, ne? Was machen wir das jetzt, wenn wir das hier wegbringen? Dann wollen wir mal sehen. Lass mich mal überleben. Felder müssen wir natürlich jetzt neu bewirtschaften. Bin ich denn überhaupt wieder richtig oder? Doch, da ist mein Haus, ne? Ja, du hast mir einen Huhn zu starten, wie ein Bagger. Brettern wir hier mal hin. Wer von euch kann modden? Das sind ja viele Leute, die meine Videos mal gucken. Ne? Wer von euch kann modden? Und kann mir einen Gefallen tun. Ich brauche unbedingt ein geiles Modell. Bespreche ich mit denjenigen dann selbst. Hat jemand Bock? Der kann sich immer bei mir melden und sagen, okay, Hein, ich kann modden. In-game und sowas, alles werde ich für dich das bringen. Nur da kriege ich hin. Da, oh, warte mal ganz kurz. Ich habe hier irgendwo gegenfahren. Ne, doch nicht. Könnt ihr ja bei mir melden, ja? Per PN oder im Forum. Die wissen ja meistens, wo ihr mich finden. Das würde echt cool. So, hier, da ist mein hier. Ich habe das nicht mehr alles so grau. Ich habe das jetzt geändert in roten Backsteine. Seht ihr? Alles so ein bisschen, wie das hier so ein bisschen üblich ist in Norddeutschland. Alles ein bisschen mehr. Ne? Dog, das Häuschen, ne? Sieht alles jetzt ein bisschen. Das ist Geschmackssache. Eine mag auch Fachwerkhaus, könnte auch schon mittlerweile bekommen, ne? Und rote Backsteinhäuser gibt es auch jetzt schon mittlerweile. Hier ist der Ding. Warum, mein Freund, bist du so? Ich hab dich doch neuen Skin drauf. Du sollst doch ein Fan sein. Das muss ich erstmal gucken im neuen Video, ne? So, mein Flug ist alles hier. Jetzt werde ich mal einfach nochmal ein Feld bearbeiten. Die Ballen pressen. Wieso habe ich eigentlich mein Auto da weggekarrt? Quack, quack. Quack, quack. Wieso habe ich mein Auto da weggequackt? Da kann man wohl nicht angehen, Heini, du Idiot, ey. Ich wollte eigentlich auch, ich habe ja persönlich auch einen Anhänger in Game gebracht. Ich wollte eigentlich da nicht gegenfahren. Einen Anhänger in Game gebracht, ein altes. Mann. Was kriege ich hier, wenn ich den verkaufe? Nee, den verkaufe ich nicht, den verkaufe ich nicht. Irgendwie habe ich bald größere Felder, ne? Den wollten wir irgendwo anders hinstellen. So. Moin! Hier, Mutti ist nur am Kochen, seht ihr, da qualmt er schon, ne? Nee, dann werden wir hier einfach etwas reindrücken, den werde ich behalten. Ich kann hier alles verkaufen. Diesen Fehler habe ich in LS gemacht. Ne? Wenn man alles verkaufen, dann stehe ich doch für so ein armes Häufchen. Elend. Nee. So geht das nicht. So, dann wollen wir mal hier dann eben rückwärts ran drücken. Drücken. Abkuppeln, sehr schön. So, dann müssen wir nochmal im Feld fliegen. Ne? Jetzt habe ich den großen Flug genommen, genau. Machen. So. Ankuppel. Und los. Ja, genau, hier. Hat das nicht geklappt? Was? Habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht? Entschuldigung, ich hab einen Fehler gemacht. Ich Schlaumeier. Ich habe zwei Ordner. Einmal Landwirtschaft. Also, ich habe mir das so gemacht unter Steam. Einmal Landwirtschaft. Test und einmal Landwirt mein Game. Und wenn ich spiele, dann schreibe ich das einfach um, ändere ich das um. So habe ich immer die aktuellen Ordner. Aber ich denke mal, dass ich hier mich jetzt versehen habe und das in einen anderen Textur reingehauen habe. Ich voll Dussel. Weil ich sehe hier keine Veränderung. Die ganzen Mods sind hier nicht drin, ey. Doch eigentlich hier, die Steinmods ist hier schon drin.
Aber egal, das kriegen wir hin, das machen wir im anderen Video gucken. Das wird nicht so schlimm werden, ne? So, jetzt schnack nicht lang herum. Jetzt seh zu, dass du da vorne eben genau um Feld kommst. Ich kann den kleinen machen, den großen kann den Helfer machen. Oh, der kostet auch Geld, ne? Der kostet auch Geld. Nee, das sieht man da noch nicht. Die Fahrspuren hat der Shogun so geil gemacht. Nicht nur einfach dunkel, sondern du siehst richtige Fahrspuren. Richtig, richtig geil. Und da muss ich sagen, hat er richtig klasse gemacht, ne? So, da wollen wir mal sehen. Da will man im Gauss Game hier nehmen. Und Action. Was haben wir mal gesagt? Action. Ach so, okay, die Geschichte. So. Wir können das natürlich jetzt auch in Kabinensicht fahren. Wir können es aber auch sein lassen. Wir können es auch so machen, ne? Ich höre immer wieder, ich lese auch immer wieder, egal wo ich lese, auch hier so teilweise manchmal die Bewertung so, oder dann, der fährt nur 13 km/h oder 21 km/h. Ja, ihr müsst immer gucken. Ihr habt ganz viele Videos, Beschreibungen, überall kann man, die hört man schon. Einfach bitte mal eben F drücken, die Gänge durchschalten. Mit V drückt ihr das runter. Seht ihr, ne? Ich zeig das nochmal. Und mit F drückt ihr das hoch. Draufhalten und dann seid ihr bei 6. Und dann gibt er auch richtig Gas. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, wir haben 2000 und so langsam müssen wir zusehen, dass wir hier mal ein bisschen Mögen machen, ne? Irgendwie bretter ich hier, irgendwie schaffe ich da noch nicht so richtig. Ne? Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. So, ihr könnt ja auch Vollgas geben, einfach so, ne? Der passt sich da ein, der ist jetzt hier nicht schneller wie 10, 12 km/h. Ist so. Aber bei mir hat sich das gelohnt, Weihnachten. Aber hat sich sowas von gelohnt, ey. Puh. Da war ich echt mit zufrieden. Das war immer mein Monitor, ne? Hammer, hammergeil. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt mein Euro Truck oder hier Landwirt und sowas, die ganzen Spiele oder Take und Helikopters jetzt mit meinem Tracker hier spielen kann. Aber das ist echt genial, ne? Der Herr Miller und der Herr Friesenmilch, die haben das ja auch schon. Und was mache ich eigentlich hier? Wieso bin ich jetzt bescheuert? Ja, ich bin bescheuert. Wieso hier wende ich dann einfach nicht? Hier, nee, in Schloppen, ne? Da hat keiner was von gesagt, dass du Schloppen sollst. So. Und hier, die haben das auch. Also, Friesenmilch hat das schon länger. Und der Herr Miller, der hat das auch bekommen zu Weihnachten. Und die sind auch begeistert, so wie ich das rausgehört habe, ne? Ja, schon cool, was hier alles gibt. Und da die Simulatoren auch immer besser werden und geiler werden, dann macht das auch viel, 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 viel mehr Spaß, ne? Und während ich mich jetzt hier voll sülze und irgendwie ein Kotler-Frikadelle quatsche, trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Ach ja, ich war sehr krank mit meinem Asthma und so weiter alles. Ich kam gar nicht aus dem Pfeifen raus. Aus meinen ganzen 7 Löcher habe ich gefeicht, aber sowas von. Ammer die Grütze, sage ich euch. War echt, jetzt habe ich fast seit 4 Wochen keine Videos mehr gemacht, weil das echt richtig, richtig doll war, ne? Also ich habe nicht vergessen, sondern ich musste echt mal richtig auskurieren. Bringt ja auch keiner, so ein toter Hein, die kann ja auch keine Videos machen, ne? So, dann hatte ich mir natürlich auch gestern wieder über die ganzen scheiß Bundesregierung aufgeregt. Habt ihr ja bestimmt mitgekriegt, dass man jetzt die Grenzen offen sind. Für die Arbeitsmarkt aus Bulgarien und Rumänien, ne? Ja, 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 ja. Aber dazu sage ich im Video nichts, dann kriege ich wieder schlechte Laune. Über unsere unfähigen Politiker. Die meisten haben das wahrscheinlich auch auf Facebook gelesen, was ich dazu geschrieben habe. Zum Kotzen. Naja, egal. In Deutschland geht es noch viel zu gut. Ne? Irgendwann knallt das. Aber egal. Da bin ich dabei. Mittendrin. Klatschbumm. Ups. So. Aber das Geile ist, ich habe auch hier vieles rausgefunden. Im Landwirt, wie ich Maschinen in Game bringe und sowas alles, wie das alles funktioniert. Ich habe mir die ganzen Skripte angeguckt und sowas alles, ne? Also, da kann man jetzt schon vieles machen. Ich habe auch rausgefunden, das ist was für den Herrn Martin. 9740113, keine Ahnung. Der mit seiner langen Nummer. Martin, deine Nummer vergesse ich immer, tut mir leid. Also, der Let's Player Martin meine ich jetzt nicht. Mein Kumpel Martin. Martin Rhein, guck mal. Und hier. Ich habe rausgefunden, Martin, wie man die Geräte an den alten History-Maschinen
Also da werde ich jetzt auch 1, 2, 3 Mods rausbringen, wo du das spielen kannst, ne? Wenn die Entwickler nicht schneller sind und da irgendwie was machen. Aber das werde ich jetzt in den nächsten Tagen in Angriff nehmen, damit du auch zum Beispiel einen Flug an den alten Maschinen ranpackst. Mache ich immer stückchenweise. Natürlich werden das nicht diese Flüge sein, das werden andere Flüge sein, die wir in-game bringen, ne? Da haben wir schon so ein kleines Modder-Team gebildet, aus 3, 4 Mann, die da immer echt geil zusammenarbeiten. Macht Spaß. Nein, nicht so. Nein, 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 nein. Das ist so, weil ich am Quatschen bin, dann komme ich hier nicht zu arbeiten, ey. Zu, komm hier. Hand, zack, umdrehen, was soll das, ey? Du arbeitest ja genauso scheiße wie Merkel, ey. Mann. Ja. Ups. Ja, das Sound ist aber auch geil, ne? Du, hier, da bin ich gerade rumfummeln. Na, auch auf Modhaus da sind schon richtig viele Mods da angekommen. Und da gibt es auch unter anderem eine Anleitung, habe ich da hochgeladen. Tipps und wie man moddet, wie man alles das in Landfield alles macht, ne, mit so einem Leitfaden, ist auf Englisch noch, wird auf Deutsch kommen, ist man dran, das zu übersetzen. Oha, wer Englisch kann, kann sich das jetzt gerne angucken, runterladen auf Modhoster, ey, mach das nochmal, oder im Forum bei uns ist das auch. Und alle Mods, die natürlich hier in-game sind, sind natürlich alles Support nur im offiziellen Forum, ne, wo wir was mit zu tun haben natürlich, ne, weil da können wir nicht so einen Support geben, geben wir nur im Forum. So, haben wir ja gleich geschafft, nee. Ganz zu deinem Schnacken hier und kommst zu nix, ne? Immer 5 Bahnen. Aber nach 4 Wochen hier Krankheit. Das war aber auch schlimm, ey. Ich habe so viel Eukalyptus-Bonbons gefressen, du. Boah, ich konnte ja gar nicht richtig atmen. Asthma-Spray, alles genommen. Und dann hatte ich so viel Bonbons gefressen, dass ich nachts davor, weil ich 2 Tüten weggefressen habe, Durchfall gekriegt, ey. Dann, oh, mitten nachts. Das war ein Highlight. Ja, schlimm. Aber jetzt geht's einigermaßen besser. Ich habe ab und zu immer noch so komische Heuchelanfälle. Muss ich unbedingt zum Arzt hin. Aber die haben wir natürlich jetzt dicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Naja, ich mal gucken, wie alt ich werde. So ein Scheiß. So. Komm, mein Freund. Wenn es geht, nicht entschlucken. Weil das bringt dir jetzt nichts weiter, ne? Fleißig ist. Ich habe auch rausgefunden mit den Amazonen-Dinge. Ich werde heute noch 1, 2 Videos rausbringen, aber wo ich euch einen Mod vorstelle, ja? Das will ich machen für den Landwirt eben. Ich will, dass das Spiel erfolgreich wird. Ich will, dass das Spiel nach vorne geht. Weil man auch wirklich viele Möglichkeiten hat mit Modden und so weiter. Deshalb werde ich euch die Amazone-Dinge und ein paar Sachen vorstellen, was der Ingolf gemacht hat oder was andere Leute gemacht haben. Und ich werde das dann eben im Video erklären und euch zeigen. Und da habe ich auch, wie man die Rücklichter, also wie man Aufhängung alles macht. Und da seht ihr, dass die Aufhängung, ne, das alles. Oh. Wie mich der Fan aus, ne. Aber wie das alles richtig geht, ne? Das werde ich euch dem Mod zeigen. Aber erstmal werde ich mal eben die Seite wechseln. Dann haben wir ja gleich einen Flug fertig. Das ist gut, so den großen fertig geflügt haben. So. Ich bin an einen Mod dran, falls euch das interessiert. Der arme Bauer-Mod soll das heißen. Da werde ich, da werdet ihr am Anfang nur 2 Euro, keine Ahnung, ein ganz, 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 ganz wenig Geld haben, unter 100 Euro oder irgendwas, dass ihr mal gerade euch eine Kiste Bier leisten könnt und dann verzweifeln könnt und gegen die Wand rennt, weil ihr Schmach habt, weil ihr vor Hunger nicht mehr im Schlaf kommt. Dann habt ihr auch die ganz alten Maschinen, History-Maschinen, wo ihr richtig was hart knüppeln müsst, dass ihr auch hier nach vorne kommt, ne, damit ihr hier was aufbauen könnt. Habt ihr alles alt, alte Flüge, alte Gruppe, alte Anhänger, alten Traktor, alte Drescher, ne, und dann müsst ihr Geld arbeiten, dass ihr euch die neuen kriegt. Jetzt habt ihr ja schon alle neue Sachen, ne, aber nicht mit mir, ne, 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 ne. Wer das will, das dauert natürlich noch 1, 2, 3 Wochen, bis das alles fertig ist. Da sind wir dran.
kriegt ihr auf jeden Fall. Macht Spaß bestimmt. Viele Leute, ich habe auch viele Anfragen gehabt, die sollte ich immer so ein Safe Game geben, mit ganz wenig Geld. Und da habe ich gesagt, mache ich einen Mod, wo das richtig schön mit wenig Geld ist. Ja, so am Jagen, ey. Ne, ist ein 30er-Zone, ne, noch nicht 50, Entschuldigung. Jetzt aber Glück hat, du. Ich wollte gerade hinterher. Wenn ich im Ackern war, du würdest aber Lack kriegen. Was ihr aufpassen müsst, ist auch, wenn ihr euch Mods installiert, ne, dass ihr auch FPS, ne? Umso mehr Mods ihr habt, umso langsamer wird das Spiel natürlich, auch wenn ihr mehr Maschinen drin habt und sowas alles, ne? Müsst ihr mal aufpassen. Das wollte ich euch nur mal so sagen, ne? Ach, Licht habe ich auch, siehst du, wunderbar. Brauchen wir aber jetzt nicht, wollte ich nur mal zeigen, dass ich Licht habe. Prollo, ne? Fatten Prollo. Ja, echt, ne? Dachte ich jetzt hier, dass ich die ganzen Dinger schon drauf habe, aber schien die hier. Da. Den wird er wohl automatisch angleichen, denke ich jetzt mal, ne? Ich bin aber schon lange am Video bei, ne? Da haben wir die ganze Zeit geflüchtet rumgequatscht. Aber da nützt ja nichts, ne? Ich hoffe, ich habe auch nicht gelangweilt. Weil hiermit mache ich dieses Video erstmal kati-kati. Und wichtig ist auch, habt ihr schon, jetzt ist ja der Patch 1.0.1.6 gekommen. Da ist das jetzt so, dass der Speicherstand unter sag schon, App-Data gespeichert wird, ne? Nicht mehr im Safe-Game-Ordner direkt, sondern unter App-Data. Nicht, wenn ihr euch das sucht und sagt, wo ist das denn geblieben? Das, ihr habt jetzt einen anderen Speicherpunkt gekriegt, unter App-Data. So, ich glaube, ich werde das mal im Forum schreiben, wie ihr da genau hinkommt. Oh, Harias ist das zu sehen. So. So, vielleicht ist Merkels Fuß da jetzt, ey. Runterlassen. Da muss ich mal lassen. Aua, 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 die Schnauze. Was muss am Fuß so auch hin? Zack. So, das ist das. Wir haben jetzt, geht das aber richtig weiter. Jetzt machen wir das mit mal Picobello. Nützt ja nix. Genau, ich muss erst mal gucken, warum die Mods jetzt nicht so richtig waren. Die werden wir aber hinkriegen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Jetzt geht es ganz normal weiter. Hangi ist wieder fast gesund. Ich werde Politiker. Ich werde da immer aufräumen. Ich werde, dass Deutschland gut geht. Nee, kriegen wir hin. Ich stütze Merkel vom Thron. Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.